Wieder schob er das Feuer näher. Aber die jungen Krieger zogen ihren Kreis jetzt eng um den Pfahl, sodass Schonka nicht mehr herankommen und die Glut nicht weiter anfachen konnte. Das Feuer brannte nieder. Der tanzende Havanchita aber stürzte endlich zu Boden und blieb ohnmächtig liegen. Chetansapa trat zu Stein mit Hörnern heran. Stein mit Hörnern, mein Bruder! Wir werden dich zu unserem Häuptling wählen. Was denkst du, Chapa? Gut hast du gesprochen, Chetansapa. Ihr seid zu schnell, mein Bruder. Eben war ich noch euer Feind. Wie sollte ich schon euer Häuptling werden? Du bist unser gefährlichster Feind gewesen, Stein mit Hörnern. Darum wirst du unser bester Häuptling sein. Du wirst uns anführen, wenn wir unsere Prärien verteidigen. Wollt ihr kämpfen? Hau, das wollen wir! Denn die Wachichun werden in Scharen kommen, um uns zu vertreiben und um unsere Berge und unser Gold zu rauben. Schon bauen sie ein Soldatenhaus am Minyatanka Wakpala und ein weißer Häuptling mit seinen Langmessern zieht dort ein. Wir müssen die Waffen bereithalten. Ich werde tun, was ihr von mir verlangt. Hörst du die Rufe der Krieger? Mein Bruder, du wirst die Krone aus Adlernfedern tragen.